Na, danke. So viel zum Thema Zickenkrieg hier. Oh. Ladebildschirm! Mach weiter! Mach hinne! Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Entschuldige, Okay. ich weiß auch nicht, was das war, aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Also erschreckt hat mich das jetzt nicht. Aber das muss ich jetzt mal nicht kommentieren, oder? Der Begleiterkubus mit dem Herz drauf. Unser Freund ist wieder da. Dann Oh, nehmen wir dich mal habe ich dir mit. etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Nimm dir noch Fick einen anderen. dich. Au! Das hat wehgetan. Oh nein, schon wieder vermasselt. Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig Mal wertlos. schauen, wie Gut, oft dass das ich sie passieren los kann. bin. Ah, okay. Gut, das funktioniert also tatsächlich. Sobald wir da. Das heißt, ich muss das Ding da unten liegen lassen. Aber ich sehe schon, der Boden ist weiß, den kann ich mir später wiederholen. Beziehungsweise ich kann ihn hier einfach mal rausmachen. Und dann fahren wir hier nach oben. Da ist dieser Kasten, wo die Dinger drin sind. Und hier schauen wir uns mal den Rest des Rätsels an. Ich glaube, das ist wieder so eine Art Sprungrätsel. Und wozu ist diese Sprungplattform da? Ach, wir müssen den Kubus da rein befördern, glaube ich. Denn darauf sehe ich mit diesem blauen Dings und wenn ich hier hüpfe, so ein Schalter. Danach müssen wir hier hochspringen, um in die Tür zu gelangen. Okay. Dann hab ich hier mal das blaue Ding hingelegt und hol den Kubus hinaus und werf den jetzt da unten rein. Wunder. Wow. So. Dann schauen wir mal hier nach unten. Legen dieses Portal dahin und Kubus. Bye bye. Und er landet perfekt. Ich muss nicht mal hinterher springen. Dann setzen wir das blaue Portal nun hier hin. Und ich hüpfe mit einem gelungenen Salto Mortale hier, na hier hinein. So. Ach, und der Würfel hat uns hier die Plattform noch eröffnet. Hurra! Jede Testkammer Ab hat durch die einen Tür! Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm Danke, dass du bloß mir das nichts sagst. mit. Dazu will ich jetzt nichts sagen. Ich muss das Ding irgendwie mitnehmen. Aber auf diese Art schließt sich die Plattform. Wie kriege ich dieses Teil mit? Wobei das eigentlich schon alles aussagt. Wenn ich jetzt hier unten so ein Portal hinsetze. Ich muss aber halt genau reinhüpfen jetzt. Das wird relativ schwer, das gut zu treffen. Aber wenn ich von hier oben runterspringe, könnte das sogar was werden. Uah! Na, verdammt. Okay, der war definitiv schlecht, dieser Sprung. Wenn ich jetzt nochmal versuche, mich hier drauf zu katapultieren, mit Hilfe dieses Portales. Können wir mal probieren. Erstmal du Box. Es ist nämlich extrem schwer, mit so einer Box zusammen durch so ein Portal durchzufliegen, ne? Aber das wird schon hinhauen. Gehen wir hier drauf. Setzen uns ein Portal hier an den Rande. Hüpfen hindurch. Tada! Und ich, unglaublich intelligentes Wesen, habe natürlich dieses blaue Portal falsch hingesetzt. Demnach. Jetzt ist die Plattform plötzlich aktiviert, obwohl ich nicht draufstehe. Wieso denn das? Ja, okay, das erleichtert die ganze Geschichte natürlich ungemein. Aber wieso ist das Ding plötzlich aktiviert? Was hat das denn zu bedeuten? Wurst. Ich möchte es nicht in Frage stellen. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Bug im Spiel, aber ich glaub's mal nicht, wenn wir das Ding extra. Ey. Bescheidener Kubus. Komm bitte mit zur oberen Plattform. Hüpfe ich mal mit dir hier durch. Genau, geht doch. Nimm bloß nichts mit. Wetten wir gleich, wird er zerstört. Errungenschaft freigeschaltet. Massenerhaltung. Hooray! Wusste ich's Ich doch. glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich.
Sie sind so empfindsam und wir haben so viele davon. Und du bist so herzlos. Ladebildschirm! Aperture Laboratories. Ich weiß nicht, wie oft ich das heute noch vorlesen werde. Und es geht direkt weiter mit Portal 2 in dem nächsten Raum. Hurra! Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Okay. Was baut sich hier denn um? Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. Oh Mann. Darf ich die Aufnahme kurz abbrechen und abspielen? Außerdem glaube ich, dass wir dieses Ding hier irgendwie reinbringen müssen. Allerdings schließen sich die Portale, sobald ich durch die Wand gehe. Aber hier ist ein Loch. Haha! Ich unglaublich intelligentes Wesen bin intelligent. Hopp. Geht doch. So, gehen wir durch dieses Loch hinein. Und lenken den Laser. Wohin nochmal um? Dahin. Okay, dann machen wir das. Warte mal, nee, das war's gar nicht. Wo müssen wir ihn nochmal umlenken hin? Hier rein? Nö. Irgendwie muss der da reinkommen. Kann ich noch einen beschwören? Nö. Wie kommt der Laser... Kann ich den durch diesen Grill durchbefördern, den Laser, frage ich mich gerade. Hm, probieren wir es mal aus. Jo, klappt. Prima. Was stockt hier gerade so? Ich weiß nicht. Wie auch immer. Läuft. So, dele. Ach, hier. Genau, da vorne bin ich reingekommen. Jetzt hast du einfach. Wo ist GLaDOS? Hey, wo bist du hin? Ladebildschirm, ich nutze diesen, um mich kurz von euch zu verabschieden. Ganz